So, hier war Torus am Tor, Diego in seiner Hütte. Da muss der Koch bald irgendwo kommen. Die Arena war auch beim Südtor, oder? Von euch ist keiner der Koch. Auch wenn ihr am Essen und Kochen seid. Ah, da ist er doch mit seiner Schürze. Und du schon wieder. Brauchst dich gar nicht erst blicken lassen. Wir wollen nur mit ihm hier reden. Ich hab die Sachen, die du brauchst. Ich brauch sie nur noch dazu zu geben, dann ist der Eintopf fertig. Warte! Das macht richtig Spaß mit dir. Schön, dass du mich mitnimmst. Das können wir öfter mal machen. Und heute ist ja auch noch viel Zeit. Ich nehme dich nicht mit. Ich habe dich ins alte Lager zurückgeprügelt. Okay. Wo? So, Waffe. Nicht wegschmeißen. Solltest du sie nur ablegen. Ah, ein Kampf. So. Mann, 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 der lernt's echt nicht. So, wie war das jetzt vom Eintopf? Du hast gesagt, ich kann so viel von dem Eintopf haben, wie ich will. Und das stimmt auch. Hier, nimm 3 Portionen. Ja, das soll uns erstmal reichen. In 1-2 Tagen können wir nochmal wiederkommen. Also, das hätten wir auch erledigt. Jetzt suchen wir Finch oder so ähnlich, der im Arena-Viertel tätig ist. Hier ist die Arena. Ja, der sieht doch wie ein Gladiator aus. Und das wie eine Arena. Gut, gut. Ich halte mich da lieber raus. Ich habe da meine Erfahrungen und... Was machst du hier? Ich kümmere mich um die Arena. Organisiere die Wetten, heure neue Kämpfer an und so weiter. Ich dachte, das alte und das neue Lager verstehen sich nicht besonders gut. Wieso lasst ihr ihre Leute hier kämpfen? Ganz einfach. Wenn es hier einmal die Woche einen Kampf gibt, sehen es die Butler am liebsten, wenn einer der Banditen aus dem neuen Lager was aufs Maul bekommt. Wenn einer von denen kämpft, wird mehr gewettet. Das ist gut. Ich persönlich kann die Schweine aus dem neuen Lager ja nicht ausstehen, aber Geschäft ist nun mal Geschäft. Das scheint hier echt Priorität zu sein. Na gut. Trainierst du auch Kämpfer? Schon, aber nicht zum Spaß. Wenn ich dich trainieren soll, musst du dafür zahlen. Ah, hier könnten wir unseren Schwertkampf verbessern. Aber das kostet 50 Erz, das haben wir momentan nicht. Und ist auch die Frage, ob wir überhaupt mit Einhändern kämpfen wollen oder lieber mit 2 Händern später. Aber gut zu wissen. Das war aber nicht der, den wir gesucht haben. Hi, ich bin neu hier. Ein Neuer. Erzähl mir was von draußen. Es ist schon über einen Monat her, dass ich Neuigkeiten aus der Außenwelt gehört habe. Ich bin Kirgo. Ich kämpfe in der Arena. Bist du gut? Im Kämpfen? Ich bin noch nicht lange dabei. Aber ich habe schon einen Kampf gewonnen. Klingt ja nicht so sehr beeindruckend. Komm schon, ich will vorbei. Wo ist dieser Finch? Oder Flitsch oder so ähnlich. Na gut, aber das war auch der Eingang für die Kämpfer, nicht für die Zuschauer. Na, das sieht doch schon besser aus. Und wie alle Wachen gammelt er nur rum. Dann wirst du das sein, ha? Hey du, wenn du dein Schutzgeld loswerden willst, heute ist nicht der Tag. So, und warum nicht? Weil ich gar nicht da bin. Man darf auch nicht alles glauben. Wo bist du denn? Eigentlich bin ich in der Burg am großen Lagerfeuer und trinke ein Bier. Wie kommt es dann, dass wir beide uns unterhalten? Neck ist verschwunden. Er ist normalerweise für dieses Viertel verantwortlich. Bis er wieder da ist... hat Torus mich hier eingesetzt. Ja, wegen Neck sind wir ja auch da. Weißt du, wo Neck geblieben ist? Nein, und ich werde es auch nicht rausfinden.
Geschichte muss aber... Wenn einer was weiß, dann die Butler aus diesem Viertel. Aber die Butler reden nicht mit Gardisten. Vor allem nicht jetzt. Denn sie wissen, dass ich diese Drecksarbeit hier verabscheue und insgeheim lachen sie sich über mich tot. Ja, nur zu Recht, ja? Warum sammelst du nicht trotzdem Schutzgeld? Kurz bevor er verschwunden ist, hat Neck noch einmal alle kräftig zur Kasse gebeten. Da ist nicht mehr viel zu holen. Erstmal abwarten. Nicht so heiß gegessen, was gekauft. Ah, na gut. Also suchen wir mal Neck. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ich halte mich da lieber raus. Es wird nicht anders. Solange ich nichts damit zu tun habe. Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Oh. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Nein, danke. Verzieh dich. Boah. Wo finde ich? Ah, kein Neck zur Auswahl. Wie sieht's aus? Ich habe die letzten zwei Wochen in der Mine geschuftet. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Also geh mir nicht auf den Sack. Gibt es hier noch irgendwas Interessanteres als Hütten? Abends kannst du dir in der Arena ansehen, wie sich die Gardisten gegenseitig die Fresse polieren. Das ist den Eintritt glatt wert. Also er scheint nicht zu wissen, wo Neck ist. Wie ist das Leben hier? Wenn die Erzbarone dich schicken, sag ihnen, ich will keinen Ärger. Von mir bekommt keiner was zu hören. Ich bin zufrieden mit dem, was sie uns geben. Niemand schickt mich. Ich bin neu hier. Ein Neuer. Neue kriegen hier immer schnell Ärger. Ich will in nichts reingezogen werden, klar? Ein bisschen paranoid, hm? Ich will mehr über dieses Lager erfahren. Dann solltest du mit den Schatten reden. Sie können dir noch am ehesten sagen, was du wissen willst. Aber sei vorsichtig. Den meisten von ihnen kannst du nicht trauen. Super. Also du scheinst auch nichts über Neck zu wissen. Ah, vielleicht der Butler am Anfang, der mit Informationen handelt. Der meinte, wenn wir mal Ärger haben, sollen wir zu ihm kommen. Er kriegt das schon geregelt, wenn wir ihn dafür bezahlen. Ja, das klingt gut. Weil sonst gibt es keine wirklich bekannten Butler hier. Also irgendwelche wichtigen Butler. Der war hier unten bei dieser Wasserpfütze. Okay. War wohl doch noch ein bisschen weiter. Ja, genau hier. Ich hoffe mal, das ist nicht das Trinkwasser aus dem Lager. Das wäre ganz schön eklig. So, du da. Wir suchen Neck. Das ist wirklich nicht mein Problem. Nö. An der Geschichte muss wohl doch was dran sein. Solange ich damit nichts zu tun habe. Frag einen Butler, hat er gesagt. Wir haben mehrere gefragt und keiner wusste es. Weißt du vielleicht was? Nö. Oh, wo wir gerade hier bei dem Tor sind, da fällt mir ein, der Kartenzeichner soll irgendwo in der Nähe des Tores sein. Also schräg gegenüber. Das wäre ja wohl hier oben. Hi, ich bin neu hier. Ich bin Graham. Ich zeichne Karten. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Was willst du?
Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. 50 Erz. Die ist schon günstiger. Ja, aber so viel dafür ausgeben. Gucken, ob wir irgendwas verkaufen können. Der Reisschnaps ist gut was wert. Na, den verkaufen wir mal. Ein Bierchen auch noch. Das Fleisch. Nee, dann würden wir uns später ärgern, dass wir es verkauft haben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Sonst haben wir nichts. Die Pfeile. Na gut. Pfeile können auch weg. Also 34 Erz würden wir dafür bekommen. Dann nehmen wir mal die Karte der Kolonie. Auch wenn es teuer ist. Das heißt, wir müssen noch was draufpacken. So. 50 Erz, bitteschön. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Nein, klar. Das wollte ich nicht. Was suchst du? So. Aber den gucken wir uns die gleich mal an. Da. Oh. Okay, also da in der Mitte sind wir im alten Lager. Aus dem Norden, wo der kleine See ist, kommen wir. Da ist die Abladestelle. Rechts unten ist der Sumpf mit dem Sumpflager. Wo ist das neue Lager? Hm. Ja gut, aber die Karte ist auf jeden Fall schon mal praktisch. Dann wissen wir ungefähr, wo wir sind. Aber er wusste leider auch nicht, wo Neck ist. Was ist mit dir? Wie sieht's aus? Ich habe die letzten zwei Wochen in der Mine geschuftet. Alles, was ich will, ist meine Ruhe. Also geh mir nicht auf den Sack. Ja, das hatten wir doch schon mal. Na gut, wenn ich ein Gardist wäre und mein Viertel total ausgeblutet hätte, um das Gold zusammenzukratzen, oder besser gesagt Erz, was würde ich dann tun? Wahrscheinlich abhauen. Das heißt, er ist entweder durchs Nord- oder durchs Südtor geflohen. Schauen wir uns einfach erstmal weiter um. Vielleicht stolpern wir ja so über ihn. Ich glaube kaum, dass ich daran... Und wenn wir das nächste Mal eine Gelegenheit bekommen, zu schlafen, sollten wir es auch tun. Aber das nächste Mal bis zur Nacht. Den schauen wir uns beim Kartenhändler nochmal um. Weil der eine Jäger wollte immer noch eine Karte haben. Obwohl, dann können wir ihm einfach unsere schon mal bringen. So sehr brauchen tun wir sie ja auch nicht. Vielleicht bekommen wir ja was Schickes von ihm. Die waren in der Richtung, glaube ich. Obwohl, mit der Karte könnten wir auch theoretisch uns zu einem der anderen Lager durchschlagen und versuchen da ein bisschen Erz zu machen. Nee, wir haben schon zwei Leute getroffen, jeweils einmal vom neuen Lager und vom Sumpflager und die haben uns angeboten, dass sie uns dahin bringen. Also nee, die Karte brauchen wir nicht wirklich. Hm. Du willst doch keine Karte? Oder war das dein Freund? Ihr jagt hier, richtig? Sieht so aus. Was willst du? Hast du ein paar Tipps für die Jagd? Ich könnte dir schon was beibringen, aber alles hat seinen Preis. Und der wäre? Für den Anfang reicht ein ordentlicher Schluck Bier. Danach sehen wir weiter. Haben wir nicht gerade das Bier verkauft? Ich habe kein Bier. Dann geh und hol eins. So billig kommst du nie wieder an einen guten Rat. Und wenn du schon mal dabei bist, bring gleich noch etwas Erz mit. Ich kann dir einiges über Tiere beibringen, aber das kostet dich was. Ja, ich wusste doch, dass wir das Bier behalten sollen. Aber nein, ich wollte nur schnell ein bisschen Erz machen. Na gut.
Versuchen wir die beiden da aufzumischen? Nee, lieber nicht. Theoretisch könnten wir das Bier einfach zurückkaufen. Aber es ist bestimmt teurer als vorher. Also nee, sehen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Vielleicht finden wir noch ein paar Kleinigkeiten. Ah, da ist noch so ein Rattenschwein. Ups, wir sollten ja erstmal unser Schwert wieder anlegen. So. Jetzt aber. Und noch Kräuter, die sind immer gut. Und jede Menge Pilze. Da wir vorhin eine Stufe aufgestiegen sind, haben wir auch ein bisschen mehr Lebenspunkte. Das heißt, ganz so schnell sterben wir jetzt auch nicht. Oh. Oder auch nicht. Wir sind Stufe 1. Haben wir Stufe 0 angefangen? Hm. Lebenspunkte sind auf jeden Fall jetzt 52. Wir brauchen noch 1000 Erfahrungspunkte. Bis dahin 950, um aufzusteigen. Na gut, dann halten wir es mal lieber ran. Oh. Obwohl, uns wurde irgendwas über den Wald gesagt. Sowas wie, geh da auf keinen Fall rein. Darauf sollten wir wohl hören. Da sind die Jäger. Hier waren noch mehr Scavenger. Nee, allzu weit weg vom Lager wollte ich dann auch wieder nicht. Also gehen wir mal hier am Wald entlang, versuchen ein bisschen Kleinkram zu finden. Und den Scavenger da rauszulocken. Hey, warum ist das Schwert wieder weg? So. Du da. Greif mich bitte alleine an. Jungs, was macht ihr da? Das war mir ein bisschen zu knapp. Schnell ein paar Waldbeeren. Und die Jungs mischen da irgendwelche Bienen auf. Also riesige Bienen. Komische Biester. Aber der Kampf hat mir gezeigt, wir sollten öfters abspeichern. LP, nicht K.O. K.O. wären wir gerade fast gewesen, ja. LP 004.